Minuten mit Tommy Scherer. Schönen guten Abend und herzlich willkommen bei uns. Das Jahr ist noch jung, aber bei den meisten von uns dreht sich schon wieder. Das Hamsterrad. Wer kennt es nicht? Job, Familie, Freizeit. Alles muss perfekt sein, alles muss wie geschmiert laufen. Und darum rennen wir und hetzen und geben Gas. Antrieben vom eigenen Ehrgeiz. Antrieben wegen einer Konkurrenzsituation oder auch antrieben, weil wir gar keine andere Wahl haben. Wir rennen bis an die Leistungsgrenze und darüber aus. Im Gegensatz übrigens zu einem Hamster, der dann aufhört, wenn er eben genug Bewegung hat. Raus aus dem Hamsterrad. Darüber machen wir uns Gedanken heute Abend, weil gesund ist es nicht und die Folgen kosten uns Milliarden. Ich freue mich sehr, Ihnen daheim jetzt vorzustellen, den Christoph Trummer. Der Armutsphilosoph und Eremit lebt seit 25 Jahren den Sommer durch in einer Hütte im Flussbett der Ängstlingen. Das ist in der Nähe von Frutigen im Berner Oberland. Dort hat er sich aus Schwemmholz eine Hütte gebaut. In Sachen Komfort und Wohlstand sei unsere Gesellschaft zwar auf dem Mount Everest oben angekommen, die Luft dort oben sei aber zu dünn zum Leben, sagt er. Ebenso herzlich willkommen Dieter Kissling, Arbeitsmediziner, vor allem Menschen mit einem höheren Pflichtbewusstsein und Verantwortungsgefühl geraten häufig in das Hamsterrad rein. Ist man zu lang drin, leidet die Gesundheit. Ist man noch länger drin, läuft man in ein Burnout und dann geht gar nichts mehr. Herzlich willkommen bei uns auch Kathi Kaufmann-Eckler. Sie ist Präsidentin der Interessensgemeinschaft Familie 3+, selber Mutter von 5 Kindern. Sie kennt einen Haufen Familien mit mehr als 3 Kindern, die nicht mehr aus dem Hamsterrad rauskommen und darunter leiden. Denen muss man helfen und darum engagiert sie sich. Fridolin Schwitter, ebenso. Herzlich willkommen bei uns in der Runde. Das Leben im Hamsterrad oder, wie er sagt, im goldenen Käfig, ist für ihn keine Option. Der ehemalige Wirtschaftsförderer von der Stadt Luzern hat sich mit 45 für ein Leben als Kapuziner auf Zeit entschieden, ein einfaches, aber ein reiches Leben will er führen. Ebenso bei uns in der Runde mit dabei freue ich mich sehr, die Alt-Nationalrätin der Grünen und aktuelle Präsidentin vom VPOD, Verband Personal Öffentliche Dienste. Das ist Katharina Prelitsch-Huber. Ein Haufen schlecht zahlte Menschen stecken in dem Hamsterrad fest. Sie werden ausgepresst wie Zitronen. Und darum sieht sie vor allem die Arbeitgeber in der Pflicht, ihre Angestellten besser oder nachhaltiger zu behandeln. Guten Abend auch und herzlich willkommen, Matthias Binswanger, Professor für Volkswirtschaft und Glücksforscher. Das Rennen in den Hamsterrädli sei zu einem Mast geworden in unserer Kultur, sagt er. Die Hamsterrädli werden überall für uns bereitgestellt, ohne dass wir es merken. Ich freue mich sehr, meine beiden Damen und meine Herren, dass wir heute über das wichtige Thema diskutieren können. Wir haben am Anfang jetzt den Hamster gesehen, der rennt und rennt. Aber er ist eben so gescheit, dass er dann aufhört, wenn er eben merkt, dass es genug ist. Im Gegensatz eben zu uns Menschen, die häufig in so einem Hamsterrad gefangen sind. Matthias Binswanger, ich habe es jetzt vorher gerade gesagt, ein Haufen solche Hamsterrädli, die sind bereitgestellt für uns oder aufgestellt, ohne dass wir es merken. Können Sie uns ein paar Beispiele geben? Ja, ich habe ja ein ganzes Buch geschrieben zu dem Thema «Die Tretmühlen des Glücks». Und die Tretmühle ist eigentlich eine andere Metapher, die es gleich beschreibt wie das Hamsterrad. Eine Tretmühle, das ist ja heute typischerweise ein Gerät, das in einem Fitnessstudio rumsteht, wo man sich ohne lästigen Naturkontakt selber quälen kann. Und das ist etwas, was Menschen eigentlich immer schon gemacht haben früher, sich auch selber quälen im Leben. Früher hat das eher in religiösem Kontext stattgefunden, mit sich selbst auspeitschen, Flagellation. Heute findet das dann eben eher statt im Wirtschaftsprozess oder im Fitnessstudio. Und ein von diesen Mechanismen ist zum Beispiel, dass wir uns ständig mit anderen vergleichen. Oder? Wir werden ja heute permanent dazu angehalten, dass wenn ich etwas mache, dann muss ich versuchen, da der Beste zu sein oder zu den Top 3 zu gehören. Hat das mit den sozialen Medien auch etwas zu tun? Es hat sicher auch damit zu tun, dass es viel mehr Vergleichsmöglichkeiten gibt im Vergleich zu früher. Man ist viel besser informiert. Und das heisst, ich darf eigentlich nie zufrieden sein. Kaum habe ich mal etwas erreicht, muss ich so Art wieder versuchen, noch besser zu werden. Ich muss mich wieder mit denen vergleichen, die noch besser sind. Und das ist so also ein Mechanismus, der mich eigentlich permanent in dem Hamsterrad reinlässt, oder? Kaum habe ich das Gefühl, jetzt habe ich es einmal erreicht, oder? Dann muss ich mich schon wieder mit jemand anderem vergleichen, der vielleicht noch besser ist.
Und falls ich tatsächlich einmal zufrieden bin mit etwas, dann muss ich das sozusagen für mich behalten. Das darf ich ja nicht zeigen anderen, weil das wird mir sonst ausgelegt als Mangel an Ambition und als Mangel an Leistungsbereitschaft. Und das ist so etwas Schlimmste, was es heute gibt. Also muss man immer so tun, wenn man jetzt noch besser werden will. Und das hält einen auch permanent Unzufriedenheit. Das heisst nicht, dass man sich nie Mühe geben soll, um besser zu werden, aber es ist ein Mechanismus, der uns im Hamsterrad heute hält. Also gibt es auch für jemanden, der sich jetzt vielleicht nach dieser Sendung oder überhaupt auch schon Gedanken gemacht hat, gilt es herauszufinden, welche versteckte Hamsterrädchen dann er selber hat, wo er sich gar nicht bewusst ist. Richtig, und da gibt es ganze Reihen. Oder? Da gibt es eben Hamsterräder gibt's im Beruf, es gibt die aber genauso auch im Familienleben, im Privatleben. Und wenn man schon mal weiss, welche Hamsterräder das da tatsächlich existieren, dann ist das schon mal ein entscheidender Schritt, auch aus dem Hamsterrad rauszukommen. Was wäre so eins im Privaten, damit wir so etwas vorstellen können? Ja, zum Beispiel gibt es so ein Hamsterrad, wo man könnte sagen, wenn, wir stellen uns ja vor, dass wenn man schneller wird, oder, dass man dann damit könnte Zeit sparen könnte. Wenn man mehr reinbringt in der gleichen Zeit. Und da ist zum Beispiel ein gutes Beispiel ist der Verkehr oder das Pendeln zur Arbeit. Oder? Wir haben ja enorm viel zeitsparenden technischen Fortschritt gehabt in der Vergangenheit. Wir kommen viel schneller von A nach B. Aber wie reagiert man darauf, wenn das schneller wird? Ja, man reist jetzt einfach häufiger und weitere Distanzen, sodass man am Schluss nie Zeit spart. Und jetzt gibt es Untersuchungen, die zeigen, wann sind Menschen speziell unzufrieden, wann sind sie so speziell zufrieden am Tagesverlauf. Und da zeigt sich, am unzufriedensten sind Menschen eigentlich dann in der Zeit, wo sie zur Arbeit pendeln. Oder was passiert jetzt aber mit dieser Zeit, die man aufwendet, um das Pendeln für Arbeit, ja, die nimmt zu. Trotz der zeitsparenden Innovationen im Verkehr. Man hat das untersucht in der Schweiz. Im Jahr 2000 hat man 23 Minuten gebraucht für einen Arbeitsweg. Im Jahr 2011 sind es bereits 30 Minuten gewesen. Oder das ist auch so ein Hamsterrad, wenn man so will. Oder man versucht, immer schneller zu werden im Verkehr. Trotzdem bleibt man aber immer länger in dem Hamsterrad drin und tut genau diese Tätigkeiten ausbauen, wo man eigentlich am unzufriedensten ist im Tagesverlauf. Frau Breitschuber, vor allem die, die schlecht bezahlt sind, die schlecht bezahlten Jobs arbeiten, die lassen sich auspressen wie Zitronen. Warum lassen sich denn die Menschen auspressen? Weil sie meistens keine andere Möglichkeit haben. Es sind oft Menschen, die vielleicht nicht genügend gebildet sind, vielleicht auch nicht genügend Deutsch können, vielleicht nicht 100% leistungsfähig sind. Einfach sogenannte etwas, eben, wo, wie vorher das schon gesagt wurde, nicht 100% so funktioniert, wie es sollte sein. Und dann gibt es einfach ganze Bereiche der Wirtschaft, die dann einfach schlicht schlecht zahlen. Also wenn ich beispielsweise in der Reinigung ganz viele Leute keine 3'000, 4'000 Franken verdienen. Wenn ich ja dann allein bin, geht das noch. Wenn ich aber eine Familie habe, kann ich schlicht von dem nicht mehr leben. Und bin dann zu dem eh schon ein strenger Job, beispielsweise in der Reinigung, in der Gastro, auch in der Privatpflege, wo man so schlecht verdient, dann hat man eben, man ist permanent damit konfrontiert, nicht zu wissen, ob es reicht. Man probiert nochmal einen Job dazu herzunehmen. Eben, man gibt aber man wehrt sich nicht. Warum wehrt man sich nicht? Weil man Perspektiven nicht sieht, auszusteigen. Aber dann Angst, einen Job zu verlieren, wenn man sich wehrt. Ja, man hat keinen anderen. Oder? Also sich zu wehren, da muss man sich zusammentun. Und eben, das ist der Teil, den ich dann auch sehe. Oder? Wir als Gewerkschaften haben einen grossen Teil. Wir leben aber in einer Gesellschaft, wo man sagt, alle müssen es allein arbeiten. Wir müssen wieder aufzeigen, dass Solidarität auch etwas bringt, wo man sich wirklich wehren kann und nicht den Job verliert. Weil das ist eine riesengroße Angst. Keine Perspektive und das Gefühl, ich stehe allein da und ich kann mich nicht wehren. Der Fridolin Schwitter hat mit 45 beschlossen, ich steige aus meinem bisherigen Leben als Wirtschafts- und Finanzfachmann. Er hat 3 Jahre als Kapuziner auf Zeit im Brick und 3 Jahre in Rapperswil als Kapuziner im Kloster gelebt. Bruder auf Zeit, genau diese Möglichkeit hat das Kloster Rapperswil für den Fridolin Schwitter attraktiv gemacht. Er, der ehemalige Wirtschaftsförderer der Stadt Luzern, nimmt hier eine 3-jährige Auszeit. Der Ausschlag war, dass ich in den letzten 25 Jahren mit dem Velo individuell die Welt bereist und bei vielen Schwellenländern, Entwicklungsländern war. Ich habe viele natürlich Befindlichkeiten vom Strassenrand auch mitbekommen. Und da hat natürlich Religion plötzlich auch einen ganz anderen Stellenwert, eine Bedeutung bekommen. Ich war Lars inspiriert, wo es dazugehört zur Erziehung, dass man in ein Kloster geht. Und da habe ich mir gedacht, das wäre vielleicht auch etwas.
Noch mindestens 2 Jahre wirkt Fridolin Schwitter im Kloster Rapperswil und kann sich gut vorstellen, definitiv zu bleiben. Jetzt könnte man ja sagen, Fridolin Schwitter, wenn man das sieht, oder? Ist ein bisschen egoistisch, einfach nur für sein Seelenheil sich zurückzuziehen und dann so zu leben, wie wir es jetzt hier im Ausschnitt gesehen haben. Ja, das könnte man so sehen. Ich bin mir bewusst, ich bin in einer privilegierten Situation gewesen. Ich bin alleinstehend gewesen, ich hatte eine gute Ausbildung gehabt. Ich habe in einer Branche geschafft, wo sogenannt zu den wertschöpfungsintensiven Branchen gehört. Aber ich habe irgendwo mit 45 gemerkt, dass mein Leben Halbzeit hat, fußballerisch gesagt, und habe mir dann eigentlich einen 3-4-jährigen Prozess, was soll ich in der zweiten Halbzeit machen? Und eben aus dieser Erfahrung hier in Laas ist irgendwo auch das ganze Thema Kloster oder Weinbauer hat mich auch noch sehr interessiert. Also einfach auch mit Natur habe ich mir überlegt, ja, in dieser Richtung etwas zu machen. Und bin dann eigentlich bei den Kapuzinern auf das Angebot Bruder auf Zeit eingestiegen, wo jetzt 2x3 Jahre war und vor einigen Tagen, Ende von 2015, wo das geändert hat. Ja. Haben Sie das gehört aus Ihrem Umfeld, so in die Richtung? Es ist egoistisch, was du jetzt für dich beschließt. Nein. Ziehst dich zurück und kümmerst dich um. Nein, eigentlich nicht. Ich habe so ein bisschen primär auch festgestellt, dass die Leute sehr interessiert waren. Und ich habe ja das nicht wegen meinem Umfeld gemacht, sondern ich habe das letztendlich wegen mir gemacht. Wegen meinem Leben letztendlich. Mhm. Das war für mich das Zentrale. Mhm. Frau Kaufmann, Sie sind Mutter von 5 Kindern. Wir haben ein Foto, die ist 11 Jahre alt. Die wollen wir uns schnell anschauen miteinander, wo man Sie und Ihre Familie sieht. 5 Kinder. Smilen alle, es sind alle glücklich. Klar, auf einem Foto macht man das, ist ja logisch. Oder? Jetzt kann ich mir aber vorstellen, zu dem Zeitpunkt, wo noch all die heim waren, dass Sie selber im Hamsterrädchen drin waren. Bergen von Wäsche, aufziehen, Organisation, putzen, kochen. Das ist wie eine halbe Fußballmannschaft betreuen. Ist das so gewesen? Kennen Sie das Hamsterrad? Das ist, ja, das war etwa die schon so gewesen. Das mit der Natur und dass man einfach zurückgeht und dass man ja weiss, die Kinder, das ist ja auch Natur im Tiefsten. Aber das Hamsterrad liebt mich nur schon. Wie haben Sie das erlebt? Was haben Sie da für Zustände innerlich gehabt? Ja, schon. Jetzt kann ich da gerade nicht mehr. Ich habe es. Ah, Hilfe, jetzt mag ich da gerade nicht mehr drüber raus. Ich muss mal schnell ein bisschen voraus, bitte. Also so, vorausgehen. Schlafstörungen in die Richtung? Haben Sie körperliche Auswirkungen gemerkt? Nein, Schlafstörungen nicht. Aber dass man rausgeht. Und dass sonst, Achtung, ich gehe raus jetzt gerade. Und raus. Mhm. Und zum Beispiel Velo fahren oder irgend so etwas zum Abfahren. Mhm. Und die anderen haben natürlich dort drin eben so in dieser Größe und aber auch noch ein bisschen grösser. Manchmal jetzt noch hier und da. Schon gesagt, oh, jetzt müssen wir sie lassen, sonst ist es nicht mehr lustig. Und mein Mann war mit seiner eigenen Arbeit beschäftigt. Also, sie ist schon sie, da darf ich mal fragen, haben Sie das verbalisiert? Ja, ja. Gesagt, Achtung, jetzt also entweder ich gehe jetzt raus, ich gehe raus. Und wenn die Mami geht, dann ist es nicht mehr so gäbig. Mhm. Oder auch, dass ich nachher sofort gesagt habe, hey, jetzt wenn wir das nicht miteinander machen, dann sind wir da nicht mehr durch. Jetzt kommt noch Besuch und da ist noch so eine Sojonik und das haben wir noch. Und das ist dann irgendwann, also wenn man dann wirklich ganz fest gesagt hat, so, jetzt müssen wir einfach. Listen sind auch hilfreich. Dass man eine Liste gemacht hat und gesagt hat, so, also, du machst das und es muss aufgeschrieben sein. Nicht einfach, hey, Hilfe, das mag ich dir gerade nicht mehr. Sondern es ist sehr gut, Listen sind sehr hilfreich in dieser Hamsterrad-Situation. Sie haben sich immer wieder für sich kleine Auszeiten genommen. Mhm. Bin ich das richtig? Ja, schon. Und das hat es verhindert, dass Sie jetzt da sitzen und das Gefühl haben, ich bin in einem Hamsterrad gefangen. Ja, nein. Mhm. Also das mit dem es ist wirklich wichtig. Nicht nur das Tierli-Hamster. Muss rausgumpen. Man muss auch selber. Und es ist nicht nötig, dass man tagelang. Also ich würde wahrscheinlich jetzt nicht ins Kloster gehen, so lange. Aber einfach so ein bisschen, mal schon ein Viertelstündchen. Eben, ich muss ja dann nicht gehen. Ich habe dann auch gedacht, hey, es gibt noch etwas anderes außerhalb von zu Hause. Ein bisschen umschauen und die Natur. Dieter Kiesling, aus ein Arbeitsmediziner, hat das Institut für Arbeitsmedizin aufgebaut mit mehreren hundert Mitarbeitern. 100. Mit 100 Mitarbeitern, Entschuldigung. Ich kann mir vorstellen, dass das auch nicht ohne Hamsterrad empfinden gelaufen ist. Ja, das Spannende ist, es war sehr viel Arbeit. Es war sehr viel Aufwand. Aber es war nie das Gefühl vom Hamsterrad. Es war immer auch Freude am Erfolg. Mhm. Und Freude am Können wirken und bewirken. Und das ist eine Kompensation zu den Belastungen, die eigentlich das Hamsterrad wäre.
Und wenn das Hamsterrad halt da ist, aber man hat gleichzeitig kompensiert man das mit Erfolg, mit Freudegefühl, mit sehen, was passiert und wie sich das entwickelt, dann empfindet man es nicht mehr als Hamsterrad und dann hat man auch entsprechend Ressourcen, um die Leistungen zu bringen, um das weiterzutreiben, vorwärtszutreiben und zu machen. Und dann wird es zur Freude. Wie wichtig, Herr Binswanger, sind da Glücksmomente? Wenn jetzt der Herr Kiessling sagt, das Unternehmen aufbaut, 100 Mitarbeiter, da wissen wir, wie viel Arbeit dahinter steckt. Ja, die sind natürlich ganz zentral. Ja, man könnte vielleicht fast ein bisschen eine Anlehnung an Camus sagen, oder? Wir müssen uns Sisyphus als einen glücklichen Menschen vorstellen, kann man auch sagen, wir müssen uns den Hamster als einen glücklichen Menschen vorstellen. Und natürlich kann man das Hamsterrad auch mit Glücksmomenten verbinden. Und im Großen und Ganzen kann man es so sagen, es gibt eigentlich zwei wesentliche Komponenten vom Glück. Das eine, das ist so eine Art längerfristige Zufriedenheit mit dem Leben. Oder ist man mit seinem Leben zufrieden, wenn man sich selber analysiert oder nicht zufrieden? Das ist natürlich eine wichtige Komponente. Aber dann gibt es noch eine zweite, und das ist das sogenannte emotionale Wohlbefinden. Und das ist nun etwas, was ständig schwankt so im Tagesverlauf. Also wenn ich Hunger habe, esse ich etwas, dann bin ich glücklich. Kurz darauf stecke ich im Stau, dann bin ich wieder unglücklich. Es geht immer so auf und ab. Und ein glückliches Leben besteht eigentlich erstens darin, oder darin, dass ich zufrieden bin mit meinem Leben. Zweitens aber auch, dass ich möglichst viele kleine Glücksmomente erlebe und relativ wenig Unglücksmomente. Und letztlich kommt es auf die kleinen Glücksmomente drauf an, weil grosse Glücksmomente sind relativ selten im Leben. Wo lange dauert, meinen Sie? Ja, oder jetzt ganz grosse Glücksmomente, wo ich etwas Wahnsinniges erreiche. Oder? Aber so im Alltag, oder, wenn man es da schafft, relativ viele Glücksmomente zu sehen, auch kleine Erfolge, wenn man die kann geniessen kann, dann ist das ein ganz wesentlicher Beitrag zu einem glücklichen Leben. Und in der Schweiz muss man vielleicht ein bisschen sagen, wir müssen lernen, das Glas nicht zu einem Zettel als leer gesehen, sondern zu neun Zetteln als voll. Ich finde absolut entscheidend, was Sie sagen. Ich kann natürlich Glücksmomente im Tag erkennen oder ich kann die geschissenen Momente im Tag erkennen. Und das entscheidet letztendlich, bin ich glücklich oder nicht. Und so die Opferhaltung ist natürlich schon etwas sehr, sehr Negatives. Oder nachher auch die negativen Gefühle. Sich selber als Opfer sieht und wahrnimmt. Und das Glück nicht sieht. Jetzt kann ich mir sehr gut vorstellen, in unserer Runde ist ja der Armutsphilosoph, der Eremit, in der Runde, der Christoph Trummer, der sagt, Wohlstand und alle anderen Annehmlichkeiten vergleicht er mit dem Mount Everest. Wir sind dort oben angekommen, sagt aber, die Luft dort oben sei zu dünn zum Leben. Dann machen wir alle anderen etwas falsch und Sie machen es richtig, Christoph Trummer. Ja. Also, Hamsterrad. Sagen wir so, wenn man sich mit dem vergleicht, sagen wir so, das sind wir alle zusammen Hamster, oder? In dem Fall. Ich bin auch ein Hamster, ja. Kannst du gar nicht vorstellen. Aber ohne Rad. Sondern? Frei. Ich bin ein freier Hamster. Ich habe mich mit 21 Jahren entschieden, zur Freiheit und nicht für das Rad. Und das Rad war das Angebot, für eine Karriere zu machen. Sie haben, das darf ich schnell sagen, eine Elektrikerlehre gemacht. Ja. Dann haben Sie die RS gemacht. Ja. Und dann haben Sie gesagt, nein, das ist kein Leben für mich. Also ich habe einfach nie Geschmack an Geld gehabt. Mhm. Und dann habe ich in Bern bei den Scherler ein Angebot gehabt. Ich war temporär. Ich habe mein Geld verdient, für auf Reis zu gehen. Und der Manager oder wie auch immer ist dann gekommen und hat mir Karriere angeboten. Einfach die Ausbildung bis zum Meister und nachher zwei Jahre verpflichtet. Und dann habe ich dann gesehen, nein, das will ich nicht, ich will in die Welt rausgehen. Mhm. Und dann hat er mich gefragt, aber Herr Trummer, warum in die Welt raus heute? Oder das war im 1979. Heute ist doch die Zeit für Karriere, oder? Dann ist alles zusammen gelaufen. Und ich habe einfach gesehen, ich muss schauen, ob es noch etwas so wie eine Wahrheit gibt in der Welt. Mhm. Und habe da verzichtet, also Ring verzichtet. Ich habe noch nicht gewusst, wirklich, auf was ich verzichtet habe. Und bin dann gegangen. Mhm. Sie haben Griechenland, Italien bereist, später dann Indien. Ja, ich bin da so ein bisschen der Wahrheit nachher in dem Sinne. Der Wahrheit nachher? Ja, dann ich bin gegangen. Wie findet man denn die? Wie sieht also die Wahrheit aus? Ich bin dann Spuren, ich bin nachher auf Israel gegangen. Mhm. Ich bin dann Spuren von dem nachher gegangen, was ich von kleinem Bub her gerne bekommen habe. Was ist das nachher konkret? Ja, Jesus. Die Spuren von Jesus nachher. Ich
habe zwar in dem, was noch sichtbar war, nicht gleich etwas gefunden oder irgendwie nichts gefunden, außer am Seganetzere zum Beispiel, wo ich ins Wasser gegangen bin, habe ich so das Gefühl gehabt, ah, vielleicht trifft mich eh ein Tritt vom Boden, wo du es mal gelebt. Was ist denn dort genau passiert im Seganetzere? Das war einfach so ein sinnliches Gefühl gewesen, so ein Freudegefühl, ja. Es freut. Ein Glücksgefühl. Mhm. Und nachher habe ich nachher bin ich von dort nach Indien, gegen Indien zu. Und bin dann dort den Spuren von Buddha nachher und schlussendlich noch den Spuren von Krishna nachher. Mhm. Die Reise oder die Reisen, die haben sich total verändert. Wir wollen uns das schnell anschauen. Drummer hat es nach seiner Lehre als Elektriker in die Welt hinausgezogen, um nichts weniger als den Sinn des Lebens zu finden. Zuerst ging er nach Italien, Griechenland und Israel. Dann nach Indien, wo ihm alle Sachen gestohlen wurden. Er meldete sich nicht bei der Schweizer Botschaft, sondern lebte monatelang auf der Straße und war danach ein anderer. Als er alles Materielle verloren hatte, merkte er, dass er dadurch etwas gewonnen hatte. Freiheit. Frei von Angst, frei von Existenzangst. Frei von... einfach frei. Ausgesehen wie ein junger Gott in den jungen Jahren. Was ich auch eine Schauspielerkarriere oder eine Musikerkarriere können vorstellen. Sie sind einer, der auch trommelt. Können Sie noch mal sagen, was ist im Kopf passiert? Was ist genau passiert? In der Zeit? Mhm. Ich habe viel. Ich bin im ganzen 5 Jahre unterwegs gewesen, oder? In Indien. Frei. Nichts gearbeitet. Verstehen Sie das alle, wenn jemand sagt, ich habe nichts und ich fühle mich wahrscheinlich mit am glücklichsten in dieser Runde? Ich kann es sehr gut nachvollziehen. Ja. Ich habe etwas Ähnliches gemacht. Ich war zwar nicht ganz so frei gewesen, aber ich hatte eigentlich 12 Jahre ein Privileg gehabt, können arbeiten und hatte nur ein Salär von 60%. Und das hat jedes Jahr etwas 3-4 Monate für mich. Sie sagen, das ist ein Privileg. Sie haben es geschafft und nur 60% zahlt. Ja, das habe ich als Privileg empfunden, weil ich an und für sich durch das eben kann mich 3-4 Monate absetzen konnte. Aus dem Hamsterrad rausgehen und habe eigentlich so die Befindlichkeit vom Strassenrand, sei es in Hanoi oder in Johannesburg oder wo auch immer, und habe eigentlich auch gemerkt, wie die Leute dort an der Strasse ohne viel Materielles im Grunde genommen mindestens so glücklich sind wie bei uns. Und darum auch die ganze Geschichte mit dem goldenen Käfig, oder? Dass der goldene Käfig, den wir hier bauen und immer engmaschiger werden und eigentlich nicht rauskommen, oder? Und dann ist eine weitere Sache auch gekommen, die ganze Dimension von Religionen. Ich bin überhaupt nicht religiös erzogen worden von meinen Eltern, aber irgendwo ist die Befindlichkeit von Religionen, ich sage das immer in der Mehrzahl, für mich gibt es nicht nur eine, sondern es gibt mehrere Religionen, gleichberechtigte Religionen. Das hat mich sehr stark dann inspiriert, den Klosterweg anzugehen. Mhm. Ohne das hätte ich das nicht gemacht. Christoph Drummer wollte noch ein bisschen kurz bei seiner Geschichte bleiben. Hat sich dann, es ist 25 Jahre her ungefähr, 30 Jahre, eine Hütte aus Schwemmholz gebaut, im Bachbett. Das ist dann also aus dem Bedürfnis herausgekommen, von Indien und von dem, ein Refugium zu machen. Das würde ich Ihnen und Ihnen daheim auch gerne schnell zeigen. Mit Schwemmholz, Steinen, Lehm und Kuhmist hat er sich in jahrelanger Arbeit ein Refugium geschaffen. Sei ein Ort des einfachen Lebens und hohen Denkens gewesen, sagt Drummer. Bis der Fluss im vergangenen Sommer alles fortgerissen hat. Alles außer einer kleinen Hütte an erhöhter Lage. Fort ist fort. Aber wenn etwas untergeht, kann wieder etwas an einem anderen Ort wieder etwas aufstehen. Ganz der Philosoph, oder? Wenn etwas untergeht, kann etwas Neues entstehen. Kann ich Ihnen daheim übrigens noch sagen, der ganze Film, es ist ein Reporter, können Sie am Sonntag, am 24. Januar, um 20 vor 10 Uhr schauen auf SRF 1. Wenn man sie hört, wenn man die Bilder sich anschaut, dann fragt man sich, von was lebt denn der eigentlich, der Christoph Drummer? Wie bestreitet er sein Leben?
Weil Essen und Kleider und so brauchen sie ja auch. Ja, Kleider, die werden immer bordeteweise hergekappt, nicht wahr? Überall sind die Geschäfte voll. Das heisst, sie kommen als gratis zu diesen Kleidern? Ja, oder die werden ja schon in Säckweise werden die ja in Container geworfen. Oder? Also das ist ja keine Sache, die Kleider ist ja keine Frage. Und das Essen, das zahle ich nicht, das, so sieht das, das gar nicht kaufen. Und wie verdienen Sie das Geld? Ich brauche sehr wenig Geld, ich lebe so mit der Miete und mit dem Essen. Ich brauche in etwa 500 Franken im Monat. Und das erarbeitet Sie sich? Das tue ich mit Gelegenheitsarbeiten, tue ich das mache. Und lange Zeit habe ich nur von alten Leuten gelebt. Dann habe ich alles zusammen gemacht, Garten gemacht, Geranium habe ich da genommen, bis Vorhangringlinie annehmen und Putz und Abwäsche und alles zusammen. Und nochmal leider ist mir die Kundschaft ausgestorben. Krankenkasse, andere Sachen, die man ja in der Gesellschaft muss haben oder die jeder hat. Ja, das ist eben das Hamsterrad. In das Rad kommt. Haben Sie eine? Eine Krankenkasse? Eine kranke Kasse? Nein, eine kranke Kasse habe ich nicht. Nein, das brauche ich auch nicht. Mhm. Nee. Noch nie das wollte ich ja nicht. Doch. Was passiert denn? Ich gehe gar nicht liegen. Und tue ein bisschen Kräutchen rein und ein bisschen Tropfen. Und so sieht es, ich liege alles zu mir in den Händen von Gott. In dem Sinn, mein Leben liegt in Gottes Händen, wie jedes Leben auch andere. Bevor wir jetzt das wahnsinnig romantisieren, Sie haben vorher auch eigentlich beipflichtet dem Lebensstil. Wer kann sich vorstellen, so etwas zu leben? Ja. Ein Bimswan. Ich meine, die Menschen sind natürlich verschieden, oder? Und für die meisten Menschen ist es ja so, dass 100% Freiheit ist die Hölle. Oder? Und 100% Sicherheit ist auch die Hölle. Ist das die Hölle? 100%? Und ich sage für die meisten Leute. Oder? Und jetzt gibt es natürlich ein paar wenige Leute, die sind ganz weit auf der Freiheitsseite, wie er jetzt, oder? Die bereit sind, auf ganz viel Sicherheit dafür zu verzichten. Oder? Das sind aber die wenigsten Menschen. Die meisten Menschen haben natürlich ein stärkeres Bedürfnis auch nach Sicherheit. Und das ist natürlich jetzt individuell sehr verschieden, wo der Einzelne da ist und wo er sich wohlfühlt. Oder es gibt natürlich Menschen, die sich durchaus wohlfühlen in dem Hamsterrad, weil es auch eine gewisse Sicherheit bietet. Man weiß, wie der nächste Tag ist. Sicherheit weiss, ist relativ. Zwei Tage, ja, natürlich ist das relativ. Und es ist natürlich in einem sehr beschränkten Rahmen eine Sicherheit. Und damit kommen wir jetzt auf den zweiten Aspekt, oder was ich auch sagen will. Wir leben natürlich auch in einer Gesellschaft, die gnadenlos säkularisiert ist. Oder? Also mein Gott ist tot, schon seit längerer Zeit. Es gibt keinen höheren Sinn mehr, kein Leben im Jenseits mehr. Und was bleibt übrig eigentlich so als Verheißung für die Zukunft? Ja, das ist nur eigentlich ein Leben, das immer besser wird, immer noch mehr Wohlstand, immer noch raffiniertere Technologien, immer noch mehr Sachen, die man machen kann. Aber das führt irgendwann zu einem Widerspruch, weil zwar haben wir den Fortschritt, oder? Es hat auch sehr viel gebracht insgesamt, aber der einzelne Mensch wird ja irgendwann alt und er stirbt. Oder? Und das passt wie nicht zusammen. Oder? Das ist eine Art metaphysischer Widerspruch. Und da fehlt natürlich heute die Religion, die eigentlich den Widerspruch früher aufgefangen hat. Früher hat man gewusst, es gibt irgendwie etwas mehr, es geht irgendwie weiter. Und heute ist aber das Diesseits ist alles. Also ich muss möglichst versuchen, zwei Leben in eins reinzupacken, um noch mehr zu erleben. Aber nachher ja, ist eigentlich dann nicht mehr viel. Es gibt eine Aussage und Untersuchung von einer Schriftstellerin, die gefragt hat, was bedauern die Menschen auf dem Sterbebett am meisten? Und ich glaube, am zweithöchsten oder am zweitmeisten ist gesagt worden, ich bedauere, dass ich zu viel geschafft habe in meinem Leben und zu wenig Zeit hatte für meine Liebe, für Freunde, für Freiheit. Sie nicken alle. Ja. Ja, sehr. Ich glaube, es gibt auch noch die sagen, dass sie zu wenig daran gedacht haben, dass wirklich ganz bewusst so ganz normale Momente leben. Zum Beispiel in einer Familie, wenn dann das Morgenessen einigermaßen parat ist, wenn alle so ein bisschen kommen. Einfach so ganz normale Momente, kein Fest, gar nichts. Sondern dass man jeden einzelnen Moment, wo man überhaupt Zeit hat und Kapazität schnell frei hat im Hirn, aber ganz bewusst ist, das ist jetzt einmalig und nur jetzt am 5.8. am Morgen ist das und heute. Und ich glaube, das Bewusstsein von jeder geschenkten Zeit, die dann auch wieder mit Glauben zu tun hat, gibt einen Sinn im Leben. Und ich glaube, mit einem Sinn im Leben ist auch die ganze Hamsterrad-Diskussion, könnte sich da langsam aber sicher irgendwie verflüchtigen. Aber die Zahlen reden da schon eine andere Sprache. Ja. Also es kostet unsere Gesellschaft Milliarden,
Wegen den Leuten, die sich tatsächlich so weit stressen lassen, Druck von außen oder aus eigenem Antrieb, dass sie dann in ein Burnout oder in stressbedingte Krankheiten hineinlaufen. Und das kostet IV, und das kostet Unternehmen und das kostet Krankenkassen. Jawohl. Wobei auch dort ist wieder die Frage der Vernunft. Also muss ich, mache ich etwas und versuche das langfristig zu machen, sprich Marathonläufer, oder mache ich etwas und mache es als Sprinter? Und ich denke, dort haben wir wirklich ein grosses Problem, dass viele Leute ihre Ansprüche einfach so hoch haben, dass sie einfach dann noch dauernd als Sprinter durchs Leben rennen, aber gar nicht merken, dass ihre Grenze eigentlich längst überschritten ist. Und dass sie dort eigentlich ein bisschen vernünftiger würden haushalten mit sich selber. Aber ich könnte mir es auch nicht vorstellen, in dieser Form zu leben, sondern ich genieße die Form, in der ich leben darf. Und ich genieße, dass ich auch viel arbeite. Weil das gibt mir Sinnhaftigkeit. Und das gibt mir Wertschätzung vom Umfeld und wo auch immer her. Also das gibt mir Kräfte. Und von dem her denke ich, gibt es wirklich verschiedenste Formen. Und es muss einfach letztendlich individuell stimmen. Und die Frage ist, was ist meine Urmotivation fürs Leben? Was ist meine Grundmotivation? Habe ich Leistungsmotivation? Habe ich Machtmotivation? Habe ich eine Anschlussmotivation? Und das letztendlich entscheidet darüber, wie lebe ich mein Leben. Und wenn ich die Urmotivation, die ich mitbekommen habe ins Leben, kann leben, und das ist deckungsgleich mit dem, was ich mache, dann bleibe ich gesund und fühle mich wohl. Und wenn ich etwas anderes muss leben, als das ich effektiv mitbekommen habe, dann kommt es zu Gesundheitsstörungen und dann kommt es zu schlechten Gefühlen. Was ist denn die medizinische Definition von dem Hamsterrad? Oder was sind die Ursachen aus medizinischer Sicht? Also für mich ganz klar über das übertriebene Tun mit höchsten Leistungsanforderungen unterwegs zu sein. Sei es beruflich, sei es im Privaten, sei es in den Anforderungen an sich. Nicht auch mal genügsam sein mit dem, was man tut. Sondern merkt man dann das? Nein, das ist aber genau die Problematik, dass man einfach sehr viele Leute haben, die das nicht spüren. Und das ist ja das, was wir immer wieder sehen, dass die Leute vor lauter im Hamsterrad drin sind, sie nicht mehr spüren, was habe ich für Bedürfnisse. Punkt 1, was würde mir gut tun? Und Punkt 2, wie geht es mir überhaupt dabei? Und das ist wirklich ein Dilemma, wo ich heute, wir machen ja die Messungen, ob die Leute chronisch gestresst sind oder nicht. Und wenn ich sehr oft sehe, die Leute haben es gar nicht gemerkt, wie sie im Hamsterrad stecken. Ich kann mich da gerade schnell selber an der eigenen Nase nehmen. Im Zusammenhang mit einer Clubsendung, die wir vor der Bundesratswahl gemacht haben, habe ich mich von innen verkabeln lassen. Wir haben da ein Foto, wo wir schnell schauen können, wie das aussieht. Ich habe weiss nicht, 5-6 Dioden an meinem Körper. Sieht aber recht freudig aus. Ja, da habe ich noch nicht gewusst, was auf mich zukommt, Herr Kissling. Ich habe das 24 Stunden lang gedreht und dann ein Gerät an meinem Körper gehabt, das die Werte aufgezeichnet hat. Erzählen Sie uns doch schnell, was kann man alles ablesen von diesen Werten? Ja, wir sehen, ob wir langzeitig chronische Stresssituationen haben, die der Körper geschädigt hat. Also wirklich auch der Körper schädigt den Stress über lange Jahre. Man sieht, wie der Schlafzustand ist. Man sieht, wie der Trainingszustand ist körperlich. Und man sieht natürlich auch gewisse Herzkrankheiten drin. Aber ganz wichtig, da sieht man eigentlich, hat der Mensch über lange Jahre sich Schaden zugefügt durch das zu viel und zu schnell unterwegs sein. Und dort wäre es natürlich schon spannend, mal den Herrn Trummer zu messen, oder? Wären Sie bereit für so etwas, Herr Trummer? Ich glaube, er braucht da nicht eine schlüssige Antwort zu geben jetzt, oder? So. Ihre Einschätzung, wenn Sie ihn jetzt so erleben in der Sendung? Sie kennen ihn jetzt vielleicht anderthalb Stunden? Ja, wäre spannend zu schauen. Ja, spannend zu schauen. Ja. Ich denke, er ist gut unterwegs. Ja. Ich bin nicht abgeneigt im richtigen Moment. Alles hat seine Zeit. Oder? Ich würde es auch mal einladen. Und würde das mal zusammen machen. Ja, ja. Spannend. Ein wesentlicher Aspekt dabei ist auch noch Motivation. Oder? Habe ich Freude an einer Tätigkeit? Ja. Die intrinsische Motivation? Mache ich etwas, weil ich das gerne mache? Und dann empfinde ich Stress häufig nicht als Stress. Weil ich quasi ja, Interesse habe an dem. Und auch wenn ich da viel Arbeit drin stecke, empfinde ich das nicht als etwas Negatives. Ganz anders ist, wenn mir das von außen. Aber darf ich da schnell? Ja. Das ist schon wichtig, oder? Man empfindet es nicht als Stress, aber die Messdaten, die man kann erheben kann, reden eine andere Sprache. Ich habe das bei mir auch erlebt. Ich habe gedacht, jawohl, jetzt komme ich die Ovationen über von Herrn Kissling, wie zweig ich bin und alles. Und dann hat er mir dann schon ziemlich gesagt, wie angenockt, dass mein ganzes System ist und. Und ich habe jetzt auch ein paar Sachen geändert. Ich bin wirklich dran, das zu ändern. Und habe mich selber aber, zu dieser Messung gehört ein Fragebogen, wo man sich selber einschätzt.
Und habe dort überall gefunden, ja, super, super, kein Problem, kein Problem. Aber Daten zeigen etwas anderes. Also Daten zeigen es, bevor man es selber merkt. Das ist schon das Problem. Aber ich glaube, da muss man wirklich sehr langfristig muss man das da anschauen. Und ich glaube, dass, also, Sie wissen das besser, dass das sicher eine Rolle spielt, oder? Als wenn ich es quasi nur schaffe, weil man mir mit Zuckerbrot und Peitsche sozusagen dazu antreibt, etwas zu machen. Und heute schafft man natürlich vor allem mit Zuckerbrot in Form von höheren Löhnen, in Form von Bonuszahlungen. Aber das ist eigentlich alles von außen her dann sozusagen aufoktroyiert, oder? Ich erbringe Leistung, weil ich dann dafür etwas überkomme. Eigentlich wie ein Kind, oder? Kann man dann glücklich ins Burnout hineinrasseln? Ich glaube, dass man so wesentlich schneller in einen Burnout hineinkommt, als wenn man etwas macht, was einen interessiert. Aber kann man so, wie Sie es argumentieren, glücklich in ein Burnout hineinrasseln? Nein, nein. Ja, das muss er beantworten. Nein, 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 so einfach ist es. Also wir haben natürlich auf diesem Prozess und auf dem Weg da haben wir Symptome, wir haben körperliche Symptome, wir haben Schlafstörungen, wir haben Verhaltensstörungen, wir haben Umgangsstörungen mit dem Umfeld. Also von dem her, glücklich rasselt man nicht ins Burnout rein und dann geht die Türen auf und jetzt sagt das Burnout, grüezi, Herr Kissling. Mhm. So geht das nicht. Sondern man hat wirklich einen Prozess. Was man kann, ist nicht spüren, dass man auf dem schlechten Weg ist. Weil man einfach so gefangen ist in seinem... in seiner Arbeit, in seinen Aufgaben, in seinen Verpflichtungen, dass man gar keine Zeit mehr hat, um zu spüren, wie schlecht es mir geht. Aber glücklich rennt man nicht in ein Burnout. Ja. Also, wir reden jetzt ein bisschen immer von, oder so kommt es mir zumindest entgegen, von dieser Schicht von Leuten, die auch Entscheidungsfreiheiten hat und wo eben der Lohn so gut ist, dass man überhaupt zum Beispiel nur 60% kann arbeiten und immer noch genügend verdient. Ich rede oder habe vorher schon von dem Teil der Leute geredet, der einfach diese Möglichkeiten nicht hat. Und so in einem Tieflohnbereich lebt, wo man sich erstens nicht überlegen kann, reduzieren, wo man auch nicht einfach sofort eine Alternative hat und von dort herein zwungenermassen, vielleicht dann eben noch Kinder hat, nicht einfach kann sagen, ich allein, ich bin nicht mehr nur allein verantwortlich, ich steige jetzt für mich vielleicht aus, sondern ich habe gewisse Verantwortlichkeiten, die ich eben zum Beispiel den Kindern gegenüber auch mal wahrnehme und die Chancen nicht haben. Und dort haben wir dann ein strukturelles Problem. Eben solange ich genügend verdiene, es geht mir nicht um Reichtum, aber einfach die Existenz deckt, sodass ich nicht jede 5 Minuten konfrontiert bin damit, zu überlegen, reicht es überhaupt. Und das ist schon ein enormer Stress, der mich auch behindert, überhaupt an andere Varianten zu denken und vielleicht auszusteigen. Das kann ich auch machen. Ja, aber würde ich jetzt zum Beispiel noch daran denken, wenn ich jetzt schlechter qualifiziert bin, okay, ich mache eine Weiterbildung, geht es mir besser. Ist die so teuer, das ist die Realität heute, dass ich jemanden im Tieflohnbereich das dann wiederum nicht leisten kann. Also habe ich vielleicht Hoffnungen, aber bin wieder zurückgerührt finanziell. Also da gibt es auch strukturelle Gründe, die man zwingend mit anschauen muss. Mhm. Ich kann das vielleicht noch unterstreichen von der Forschung her. Also man kann tatsächlich feststellen, dass in einem Land wie der Schweiz die reichen Menschen sind zufriedener als die armen Menschen. Das kann man in anderen Ländern genauso beobachten. Also diesen Zusammenhang gibt es. Und speziell, eben, wenn wir im tiefsten Segment schauen, da entsteht natürlich ein neuer Stress, eben, den Sie jetzt gerade beschrieben haben, wie man quasi mit dem relativ geringen Einkommen, wie man mit dem auskommt. Oder? Das ist natürlich auch Stress. Was sind denn Gründe? Jetzt haben wir hier die weniger gut verdienen oder die schlecht verdienenden, die genauso im Hamsterrad sind. Das kann man sich ja noch vorstellen, oder? Weil es langt einfach niemand. Und vielleicht müssen wir die Ansprüche dann ein bisschen zurückschrauben oder es lange nicht einmal. Die haben sie schon längst zurückgeschoben. Also wenn ich von Tieflohn rede, dann rede ich von Leuten, wo eben Ferien ist überhaupt kein Thema. Ein Auto ist es kein Thema. Man schaut ganz knapp, viele tun sich, wenn sie irgendeine Chance haben, auch noch ein bisschen selbstversorgend mit einem Garten und so. Wenn man das nicht hat, geht man. Eben, die kennen auch alle Billigstläden. Die wissen, wo man zum Beispiel Kleider gratis abgibt, weil es sonst überhaupt nicht reichen. Da reden wir nicht davon, sich ein bisschen beschränken und eben sagen, will ich 1 oder 2 Autos, ich mir zu 1 beschränken oder vielleicht sogar einmal keins. Sondern es geht wir reden vom Existenzminimum. Genau. Ja, und Tieflöhner haben wir, also wir haben, da haben wir ja mit der Untersuchung vom Gewerkschaftsbund herausgefunden, Minimum 200'000 Löhne, die in diesen Tiefstlöhnen arbeiten, die sie auch allein mit Familie schon gar nicht über die Runde kommen. Ja. Ja, ich finde das eben auch noch spannend. Oder? Wir haben einerseits die ganze Tieflohn-Thematik, aber wir haben auch in der Hochlohn-Sparte haben wir ganz viele Leute, die extrem gut verdienen. Und die aber Hamster drehen und drehen und drehen. Weil sie denken, wenn ich es nicht mehr schaffe und wenn ich den Lohn nicht mehr heimbringe, wenn ich mich stelle, zum Beispiel in einem gut bezahlten Banken-Business verliere, dann
weil sie können die Hypothek nicht mehr leisten, die Privatschule nicht mehr leisten, die Privatschule Musiklehrer nicht mehr leisten und, und. Also von dem her ist es nicht nur alleinig ans Einkommen gebunden, sondern ganz viel ans eigene Empfinden und die eigenen Erwartungen. Sie sind ja weg von der Geldwelt. Also dort plädiere ich einfach irgendwo auch mal für eine vernünftige Vernünftigkeit, oder? Also, ui, das ist eine vernünftige Vernünftigkeit. Ja, also einfach was auch heisst einmal, das? Auch einmal Realitäten, was ist überhaupt notwendig und was nicht. Oder? Und ich muss das einfach aus meinem früheren... Aber das Angebot ist riesig in unserer Gesellschaft. Ja. Bedürfnisse sind längstens aber muss man denn auf jeden erfüllt, Tag, aber es werden ständig neue Bedürfnisse geweckt. So funktioniert aber muss man denn auf jedes System. Angebot ist? Aufspringen, oder? Man kann da vielleicht schon ein paar Sachen. Man bleibt natürlich einmal zunächst im sich vergleichen, immer im eigenen Bereich. Oder? Schon der englische Philosoph Bertrand Russell hat mal gesagt, ein Bettler, der beneidet nicht einen Millionär, sondern beneidet einen anderen Bettler, der mehr Geld bekommen hat wie er. Und das heisst, ein Millionär, der bleibt genauso in seinem Bereich. Oder? Der vergleicht sich mit anderen, die auf seinem Level sind. Und die weiter unten sind, die sieht er gar nicht. Oder? Und ich würde mal behaupten, viele von diesen Leuten, die so viel Geld verdienen und auch die Bonuszahlungen wollen, wenn man denen heimlich das Geld wieder entfernen von ihrem Bankkonto, die würden das nicht einmal merken. Das glaube ich nicht. Das ist gar nicht entscheidend. Das glaube ich nicht. Sonst würden wir andere Summen vererben. Das werden riesige Summen vererben. Du meinst die Pensionskassengelder? Nein, ja, Aktienvermögen. Die da liegen und niemand Häuser, kümmert sich sind darum. Da. Wenn die nicht mehr da wären, die paar Häuser, die bewohnt man ja gar nicht. Das ist nur Anlage alles, oder? Also für das eigene Glück spielt das überhaupt keine Rolle. Oder? Aber fürs Prestige. Aber fürs Prestige. Herr Schwitter, Hand aufs Herz. Ja. Was vermissen Sie? Also aus meinem früheren Leben vermisse ich eigentlich nichts. Nein, nichts. Mir geht es eigentlich sehr gut. Ich habe eine sehr gute Aufgabe in den letzten 6 Jahren. Ich habe das Hamsterrad jetzt selbstverständlich auch im Kloster gedreht. Wir beten nicht nur den ganzen Tag. Beten, also wir haben auch betriebswirtschaftliche Aufgaben. Wir haben Häuser, die wir sanieren müssen, die wir neu ausrichten müssen. Das ist eine sehr kommerzielle Geschichte. Stress aber, im Kloster, das gibt es? Ja, selbstverständlich gibt es Stress. Ja. Also ich war Leiter von einer Spendenkampagne für das Kloster in Luzern. Da mussten 12 Millionen auf den Tisch. Und da mussten die Leute überzeugen, uns das Geld zu geben. Weil wir sind nicht eine staatliche Organisation, wir sind Gottlob kirchenunabhängig, wir sind ein freier Orden, wir wollen auch gar keine Steuergelder. Und das ist auch eine kommerzielle Aufgabe. Aber es ist eine Frage eigentlich, für was engagiere ich mich? Und das stelle ich noch viel fest. Wir haben jetzt in Luzern eine Arztpraxis, da kommen jetzt jeden Tag 200, 300 Patienten und da ist man auch im Ausgleich mit denen. Und da merke ich einfach sehr viel, dass auch Leute nicht, die zu den 200 Untersten gehören, sondern in der Mittelklasse, aber auch in der oberen Schicht, eigentlich auch nicht motiviert sind in ihrem Beruf. Und das habe ich früher auch im Serviceclub habe ich das irgendwie auch ein bisschen gespürt. Da sind alles Leute, die überdurchschnittlich verdienen, aber die eigentlich, wo ich nicht immer sicher war, wie motiviert dass sie durch ihr Leben gehen. Oder? Und da hat man wieder den Sinn. Der Sinn des Lebens, auch von solchen, die eben mittelständisch oder noch besser situiert sind. Und dass die in Familien, die kinderreiche Familien, die eben Mühe haben, immer wieder Ferien zahlen. Und wir haben sehr ein sehr gutes Netzwerk von Patenschaften für kinderreiche Familien. Und die nachher Freude haben, wenn die können zum Beispiel jemandem helfen, das Haus wieder bauen. Die sind zwar nicht aus Schwemmholz gebaut, die Häuschen, aber die sind sehr abgelegen zum Teil. Weil kinderreiche Familien können ja nicht in einem Zentrum wohnen. Das ist oder schwerlich. Vor allem, wenn sie ein bisschen viel Kind und ein bisschen wenig Geld haben. Sonst ist es viel zu teuer zum Wohnen, zum Beispiel in Zürich. Und die wohnen abgelegen und da gibt es nachher zum Beispiel ehemalige Wirtschaftsspezialisten, die denen helfen können, Budgetberatungen machen. Und so spielt eine recht grosse Solidarität zwischen der Gönnerseite, familienfreundliche Leute, und den Empfängern in den kinderreichen Familien. Und das gibt ihnen so ein das Gefühl wie, wir haben hier Gottekind, Göttekind, zwar nicht wirklich mit Taufe und allem, aber einfach so das Gefühl, von einem, das gibt einen Sinn. Wenn man etwas Sinnvolles macht mit seinem vielen Geld, man muss dann nicht unbedingt das Geld nicht mehr haben. Also, man hat immer noch genug. Also, ich bin weder ein frommes noch ein heiliges katholisches Bübli. Auch wenn ich jetzt 6 Jahre im Kapuzinerorden war. Aber ich glaube, irgendwo, auch in einer säkularisierten Gesellschaft, fehlt für mich heute auch noch ein bisschen die Dimension von Religionen.
Oder Religionen haben auch Spiritualität, ja, auch, auch genau, oder? Also wir haben morgen ist Dreikönigstag und da ist irgendwo ein Stern steht. Also so ein Stern kann ja auch ein Symbol sein. Da muss man gar nicht Kirchengänger sein. Ein Symbol, wo einem durch den Lebensweg bringt, oder? Mhm. Und das konnte ich auch feststellen. Ich war 3 Jahre in Rapperswil, das war ein Gästekloster, wo wir jedes Jahr 300 Leute, konfessions- und geschlechtsneutral, sind da für eine Woche oder 2 Wochen zu uns gekommen. Und das sind sehr zentrale Fragen. Und da ist es nicht darum gegangen, um missionieren, sondern auch irgendwo im Leben eigentlich der Wechsel von Aktion, also von Tätigkeit und von Kontemplation, von der Ruhe und natürlich auch von der Reflexion. Also das Dreieck, das dunkelt mich, das ist einfach etwas, das heute sehr zentral fehlt. Also ich hätte auch gerne noch etwas Zusätzliches. Nicht so, sondern sehr viel näher bei den Leuten. Ich hätte gerne wieder Solidarität. Mhm. Wenn ich heute erlebe, eben die Unterstützung, das höre ich sehr gerne, das gehört nicht mehr zum Normalton. Im Gegenteil. Also Solidarität für solche Menschen, die es nicht gut haben oder die nicht genug haben, meinen Sie so? Ja, so ein bisschen grundsätzlich. Wir haben eigentlich eine Bundesverfassung, die ich immer noch schätzen würde, die heisst, in der Präambel schon gar, das Wohl einer Gesellschaft messe sich am Umgang mit den Schwächsten. Mhm. Diesen Teil erlebe ich nicht mehr gross. Sondern es heisst, jeder muss selber seinen Erfolg und wer es nicht kann, hat versagt und dass nicht alle die gleichen Chancen haben. Und aber eigentlich sollten können die gleichen Chancen bekommen, vor allem wenn es zum Beispiel Kinder sind, die nichts dafür können, dass sie in eine armutsbetroffene Familie hineingeboren sind, dass die sollen weniger Bildung bekommen, nur weil sie es nicht können zahlen. Mhm. Und so weiter und so fort, kann es nicht sein. Und dass man dann plötzlich anfängt, eben Service Public, wo zum Beispiel heisst, gute Bildung absparen, dass man Sozialversicherung anfängt, absparen und eben dort so sagt, ja, ihr seid ja selber schuld, ihr habt Missbrauch betrieben, statt dort Teil, hey, wir haben nicht alle die gleichen Chancen, wir haben auch nicht vielleicht alle die gleichen Privilegien schon bei Geburt bekommen. Schauen wir doch so, dass alle wieder ein bisschen miteinander zusammen haben. Wer ist denn schuld an dieser Hamsterrad-Situation? Die Frage kann man sich schon stellen. Wir haben jetzt zwar da und dort bereits in dieser Thematik diskutiert. Ist es die Wirtschaft mit der Gewinnmaximierung, hier mit dem weltweiten Konkurrenzdruck? Ja. Oder? Ja. Ist es der Einzelne, mehr Prestige, mehr Geld, wo das eben wichtiger ist, weder die innere Freiheit, weder Freunde, weder Zeit hat? Das ist eine wahnsinnig schwierige Frage, ist aber eine spannende Frage, sich also über das zu unterhalten. Natürlich zusammen, aber der Neoliberalismus oder eben die Doktrin von der Gewinnmaximierung, von du musst es allein und die anderen haben jetzt halt Pech gehabt, das ist auch ein Gesellschaftsgruf geworden, wo individuell blöderweise auch sehr viele Leute übernommen haben, aber strukturell so angeheizt worden ist. Jetzt wollte ich den Christoph Trummer wirklich nur mal schnell hören, nachher bin ich gerade zu Ihnen. Wenn Sie uns jetzt von einer Welt reden hören oder über eine Welt diskutieren, die sich schon lange davon verabschiedet haben. Was Sie zum Schluss gerade Frau Plerin-Schuber gesagt hat, die fehlende Solidarität. Sie bewegen sich ja auch in der Schweiz, im Raum Frutigen, Berner Oberland. Nehmen Sie das auch wahr? Ja, selbstverständlich. Wie? Ja, wo immer das ich bin. Es ist einfach enormer Egoismus vorhanden in der ganzen Gesellschaft. Jetzt müssen wir schon mal denken. Wir wissen, dass wir hier in der Schweiz etwa 4-mal so viel Energie verbrauchen wie für 4 Erden. Oder? Also sind wir eigentlich, wir jammern hier einfach auf enorm hohem Niveau. Wir sind nicht am Jammern. Wir sind am Ursachen finden. Also sagen wir jetzt, okay, das ist eine Definition. Oder? Gut. Aber wir reden auf einem extrem hohen Niveau. Oder so sieht. Und dann wissen wir auch, dass 2% von der Gesellschaft 98% von Energie nehmen. Oder bin ich da falsch? Sind das Fehlinformationen? Es ist vielleicht nicht ganz nicht so im Verhältnis. Also. Aber geht es in die Richtung. Ist doch die Sache klar. Wir, ich tue das so in dem Sinn mit dem 8. Vergleich. Oder? Wir, die Arbeiter, wir sind das untere Rädchen, oder, wo Uhrzeigerkreis dreht, wir eben das Hamsterrad. Und die anderen, und wir arbeiten eigentlich für einen anderen Kreis. Aber der andere Kreis gibt nur das zurück, was es gerade braucht, für gerade so knapp zu existieren, nicht wahr? Auf höherem Niveau. Und der Rest behaltet sie für sich.
die da oben drin, die sollten einfach unbedingt das mal etwas die da oben drin? Manager, meinen Sie die? Die 2%? Ja, die Milliardäre. Also, es gibt ja die schöne Zahl, es gibt 300 Reichsten in der Schweiz, haben mittlerweile 589 Milliarden. Die UNO hat herausgefunden, man braucht die 120 Milliarden, um die weltweite Armut zu beseitigen. Sie hätten immer noch mehr als 450. Und das würde völlig länger. Das Problem ist, die Welt ist natürlich kein Kuchen. Also wenn man da wegnimmt und der andere gibt, bleibt der Kuchen nicht gleich. Die Gier ist einfach enorm gross. Der Kuchen verändert sich auch. Aber jetzt vielleicht einmal zu dieser Frage, die Sie vorhin gestellt haben. Ja, wer ist eigentlich der Schuldige? Oder, wer treibt das eigentlich voran, das ganze System? Und da ist es eben dann interessant, wenn man da genau schaut, dann gibt es da gar keinen wirklich Schuldigen, den man an einer Person festmachen kann. Selbst die Manager, die sehr viel verdienen, die fühlen sich auch unter einem enormen Druck. Oder? Weil sie müssen die und die Ziele erreichen für die Firma und sie sind möglicherweise nicht dort, wo sie eigentlich sein sollten. Und da muss man sich einmal grundsätzlich ein paar Überlegungen machen, in welchem Wirtschaftssystem leben wir eigentlich. Oder? Und wir leben in einem Wirtschaftssystem, das eigentlich nur gut funktioniert, wenn es ein gewisses Wachstum gibt. Und sobald das Wachstum nicht mehr stattfindet, kommt die Wirtschaft in Probleme. Stillstand ist Rückschritt. Das kann man sagen, weil Einzelne dann keinen Gewinn mehr machen, dann müssen die ausscheiden, dann fällt dann ihre Nachfrage weg, es gibt mehr Arbeitslose, damit kommen andere Probleme über. Und man kann sich das Ganze auch ein bisschen vorstellen, nochmal wie einen Kuchen, oder? Wenn natürlich jetzt die Wirtschaft nicht mehr wächst, dann wird die Wirtschaft zu einer Art Nullsummenspiel. Das heisst, der Kuchen bleibt dann gleich gross. Und das wäre eine Katastrophe. Das heisst, wenn jetzt zum Beispiel mehr Löhne gezahlt werden, müssen zwingend Gewinn sinken. Oder? Oder das heisst, wenn wir jetzt mehr Geld zahlen an den Teil der Bevölkerung, der nicht mehr schafft, dann muss zwangsläufig das verfügbare Einkommen sinken von denen, die noch schafft. Das ist sehr eine unangenehme Situation. Oder? Viel angenehmer ist es, wenn der Kuchen als Ganzes immer grösser wird, dann können alle ein grösseres Stück bekommen. Und das nimmt natürlich auch ein bisschen die Schärfe von dem Verteilungskampf. Und das ist mit dem Grund, warum auch die Politik so stark eigentlich sich für das Wachstum dann, ausspricht. Das heisst, letztlich leben wir in einem System, das eigentlich auf Wachstum ausgerichtet ist, seit 100, 200 Jahren. Hat auch sehr gut funktioniert über lange Zeit, einen allgemeinen Wohlstand geschaffen, den man bisher nie hatte. Aber zum höheren Preis. Jetzt kommt man aber langsam an eine Grenze, sei es wegen der Umwelt, sei es auch eben aus der Tatsache heraus, dass man feststellt, in Ländern wie der Schweiz, dass Menschen gar nicht mehr glücklicher oder zufriedener werden mit noch mehr Einkommen. Also schon aus dem Grund gibt es eigentlich gar keinen Grund mehr für noch mehr Wachstum sich einzusetzen. Aber wir sind auf der anderen Seite sozusagen dazu verdammt, weiterzuwachsen, weil sonst das System in Probleme kommt. Und da kommt jetzt nochmal darauf an, ja, wie bin ich als Einzelner organisiert oder als Firma. Solange ich ein einzelner Bäcker bin oder eben einer, der als Einzelner schafft, kann ich leicht sagen, ja, das langt mir 500 Franken im Monat, damit kann ich leben. Wenn ich aber jetzt eine Aktiengesellschaft werde, oder? Dann sieht das ganz anders aus. Oder? Ich muss ja nicht mehr haben. Ja, dann ist es so, dass wenn ich jetzt sage, ja, wir müssen nicht mehr da unbedingt auf Gewinnmaximierung machen, oder es reicht auch etwas weniger, ja, dann werde ich sofort zu einem Übernahmekandidaten an der Börse. Dann kommen die anderen und sagen, wir holen da mehr raus aus dieser Firma. Ich glaube, der Punkt, den Sie meinen, ist erkannt. Ich will Christoph Trummer noch dazugehören. Sie protestieren. Ja, ja, furchtbar. Was? Furchtbar? Ja, ist furchtbar. Aber es geht nur um die Wirtschaft hier. Ja. Oder sollen wir es mal... Ich beschreibe das System. Ich sage nicht, dass ich da dafür bin. Oder? Ich beschreibe das Problem. Sind ja nicht, in dem Sinn kennt man das Kastensystem. Das Kastensystem wird von hier durch wird immer so angemacht, wie man es nicht kennt. Das Kastensystem? Das Kastensystem. Indien, ja. Ja. Aber das Kastensystem ist eigentlich das System der sozialen Gesellschaft. Vom sozialen Körper. Und die Wirtschaft hat dort den Platz vom Körper, nicht wahr? Jetzt so das, was wir hier haben, wenn man einen Körper, einen sozialen Gesellschaftskörper zeichnen will, dann ist das ein obergrosser Ranzen, nicht wahr? Wo man noch grösser, eben, wir wollen noch mehr fressen und noch mehr fressen. Er ist auch zum Platzen gross. Aber der Kopf, der oben drauf ist, ist etwa so gross, nicht wahr? Auf dem Ranzen. Wir haben keinen Kopf hier. Ich würde das Ganze ein bisschen an Boden abholen. Weder Kopf noch Klassendiskussion, noch Wirtschaftswachstum, sondern
der richtig echte Wachstum. Ohne Herz. Ja, ist doch mit Herz, ja. Körper und allem in der Familie. Weil so, wo sind die Familien, wo eins, zwei und vor allem nachher mehr Kinder haben, wo eben das geübt wird? Dass man nicht mehr einfach nur ein Individuum hat und um das dreht sich jetzt einfach alles. Sondern in einer Familie mit drei Kindern. Schon dann muss man auch lernen, Rücksicht nehmen aufeinander. Dann ist man schon von klein auf gewöhnt, dass man eben nicht einfach selber immer der ist, der muss sich durchboxen und von mir aus eben den falschen Herzrhythmus überkommt, schon früh. Sondern jeder hat gelernt, schon von Anfang an, dass halt immer ein anderer auch noch da ist. Eben, super. Und ich bin überzeugt, Frau Kaufmann, gerade wie Sie in der Interessensgemeinschaft Familie 3 Plus sind, dass Sie den Satz sehr gut kennen, jemand, der in Not kommt und denen helfen Sie ja, wo drei oder mehr Kinder ist doch selbst. In der heutigen Zeit hat man doch nicht mehr vier oder fünf Kinder. Das kennen Sie, richtig, oder? Ja, ja, das ist Standard, dass das gesagt wird. Und die sind sicher katholisch, dass sie so viele Kinder haben oder sonst irgendetwas Spezielles. Aber heutzutage ist es schon wirklich so, dass natürlich die Leute, die kommen die Kinder nicht einfach über, sondern die nehmen die wirklich als Geschenk. Ganz viel von denen ist das ein Geschenk. Und wir haben damals geschrieben Geschenk und Aufgabe. Also Gabe und Aufgabe. Ich glaube, wenn man Kinder bekommt, ist das eines von den Momenten, wo man wirklich das Gefühl hat, da braucht es keine Diskussion mehr, jetzt ist Glück ist momentan oder Glück ist länger oder was auch immer. Das ist einfach wirklich absolut Glück, wenn man ein Kind bekommt. Also so gesehen sind die Familien, man redet am Schluss dann noch darüber, ob man für das noch Zeit nehmen, wie man dann konkret diesen Familien helfen kann, wie man aus einem Hamsterrad konkret jetzt aussteigen kann. So gesehen sind solche Familien auch ein bisschen Aussenseiter in der Gesellschaft, oder? Wie der Christoph Trummer auch, der in unserer Gesellschaft lebt. Und wenn man Aussenseiter ist in einer Gesellschaft, dann kommt man so ein bisschen im Fokus, auch im Fokus von der Polizei. Und da wollte ich schnell noch einen Ausschnitt zeigen, und der Christoph Trummer wegen einer speziellen Lebenshaltung, die er hat, wo wir nachher darüber reden, sich mit einer Kette daheim ankettet. Schauen wir uns an. Das Warteschloss ist gemacht. Wie so gesagt, da brauche ich nur, da brauche ich nur herzocken und her. Und tack, 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 zu. Und voilà. Und nachher komme ich mit der Kette und so also bis daher. Und weiter nicht, oder bis daher ist es erlobt. Und weiter komme ich nicht. Das wirkt ein bisschen wie im Mittelalter, eine Kette am Fuß, eine Kette, die sie sich selber angelegt haben. Sie kommen immer wieder in Konflikt mit der Behörde, mit der Polizei, wegen ihrem Cannabiskonsum. Sie haben ein paar Pflanzen für den Eigenbedarf. Weil im Garten, ja. Weil sie im Garten Cannabis anpflanzen, die Kette. Was ist das für eine Symbolik? Wieso ketten Sie sich selber an, Christoph? Also das ist, weil ich die Polizei erwartet habe. Ich habe wegen zwei Hanfpflanzen habe ich 200 Franken Buss gehabt. Das habe ich nicht gezahlt. Das gibt zwei Tage Gefängnis. Mhm. Bin ich nicht gegangen. Ich wusste, die können mich erreichen. Also, warum? Ich habe niemandem nichts da. Ich habe niemandem nichts da. Nichts, gar nichts. Ich bin unschuldig. Also, sie sollen mich da nicht einfach so ringen können. Aber Cannabiskonsum ist illegal. Was heißt das illegal? Wer sieht das? Das ist... Unser Gesetz. Also, euch sind gegeben alle samenhaltigen Pflanzen. Mhm. Jawohl. Für Sie gilt das? Ja, das ist also, ja, so die Bundesverfassung ist auf der Bibel gestützt. Mhm. Immerhin. Mhm. Oder? Sind wir... Eben wird's. Gut, das kann voilà. Sich dann alles abändern. Wie ja, sag mir jetzt, aus welchem Grund soll das verboten sein? Was? Ich bin ein 60-jähriges Mandy. Ja, aber ein Staatsbürger, der eigentlich könnte ja mitreden bei diesem Gesetz. Was? Was Gesetz? Das gibt doch nichts, das gibt doch nichts zu verbieten. Na gut. Also, ich glaube, aber jetzt können wir hier irgendwo auf einen Ablauf. Ja, wo wir, ja, also, wir den Salat auch verbieten. Also, Sinn vom Leben. Ja, 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 gut. Das ist eben das. Oder? Mhm. Ich lebe ein bisschen in anderen. Ich lebe eben frei. Oder ich lebe frei. Ich bin eben freie Ratte. Oder Hamster. So. Mhm. Und die freie Ratte oder die freie Hamster, die müssen aufpassen, dass sie nicht abgeschossen werden, nicht wahr? Mhm. Ja. Die im Rädchen drehen, die sind kontrolliert, oder? Ja, die hat man unter Kontrolle. Also ich möchte noch etwas von vorher loswerden von der Diskussion. Ich meine, ich bin Arbeitgeber und ich bin Unternehmer. Mhm. Und ich schaffe Arbeitsplätze,
damit genau das Wirtschaftssystem auch funktionieren kann. Ende Jahr verlangt jeden Abend nämlich von mir mehr Lohn. Ob es mehr Leistung gibt, ob es einen besseren Tarif gibt, unkindern von dem, ist die Erwartung da. Das heisst, es kommt ja auch von uns und auch von den Arbeitnehmenden aus, dass die Wirtschaft dauernd wachsen muss, dass wir dort befriedigen können. Jetzt haben wir eigentlich zwei Wirtschaftssysteme. Das ist die grosse Problematik, dass wir darüber gegangen haben in den 80er Jahren. Weg vom KMU mit dem Patron hin zu den Grossunternehmen, die ganz andere Interessen haben. Und der Patron ist der Arbeitgeber, der sagt, du schaffst mich und ich schaue für dich. Das heisst, er hat genau die soziale Verpflichtung eigentlich wahrgenommen, die du vorhin gesagt hast, mit dem Aspekt Solidarität. Ein Investorenunternehmen, das ein Unternehmen aufkauft, weil die Aktien jetzt gerade zusammengebrochen sind, die haben eigentlich nur ein Interesse, das ist der Shareholder Value zu steigern. Das heisst, dass das wieder stärker können besser verkaufen mit einer höheren Rendite. Und dort haben wir eigentlich Problematik drin, dass dort eigentlich Gewinnmaximierung stattfindet. Und ich glaube, dort plädiere ich immer wieder auch, dass man die KMUs, und die Schweiz lebt von den KMUs, dass man die wirklich auch stützen und denen Möglichkeiten geben will. Das sind die, die sinnhafte Arbeit machen, die schauen, dass wir nachhaltige Arbeitsplätze haben, dass die Mitarbeitenden sich eben als Marathonläufer verhalten können, nicht sprinten müssen. Und dort müssen wir wirklich auch von der politischen Ebene her massiv Druck darauf geben, dass wir die Rahmenbedingungen von den KMUs stark halten können. Weil die haben auch soziale Verantwortung. Die tun auch mal sozial benachteiligte Mitarbeiter mit weniger Leistungsbereitschaft einstellen. Und die schauen dafür, dass wir Rahmenbedingungen haben, dass der Drummer gut leben kann, dass ihm gut geht. Das sind die, die letztendlich das Unternehmen Gesellschaft steuern. Oder? Wie kann man es? Ja. Ich würde gerne entgegnen. Oder? Halt, das haben wir auch gesehen, seitens der Gewerkschaften aus, wo wir die Mindestlohnkampagne gemacht haben und gesagt haben, der Mindestlohn muss 4'000 Franken sein. Interessanterweise, wir haben eine Untersuchung gemacht mit den Gesamtunternehmungen, ist genau das herausgekommen, dass sie nämlich auch lohnmässig in den allermeisten Fällen sind, die 4'000 überschreiten, teilweise sogar deutlich mehr, weil sie im Kontakt sind mit ihren Arbeitnehmenden und du dann hast du ein ganz anderes Verhältnis. Und deinem Arbeitnehmenden gegenübertreten und müssen sagen, ich zahle dir so schlecht, dass du nicht davon leben kannst, das machen wenig. Ja. Wir haben festgestellt, dass vor allem grosse Unternehmungen sind, die grusige Löhne dann eben auch zahlen, wo oft dahinter der Milliardär sitzt. Also wir haben da tatsächlich die Gewinnmaximierung und wir haben mal in der Schweiz so ein bisschen von sozialer Marktwirtschaft geredet, die über diese Aspekte eigentlich noch ein bisschen gespielt haben. Und da haben wir uns leider verabschiedet und ich bin darum froh, gibt es die KMUs noch und die muss man auch stützen. Oft politisch stimmen sie leider entsprechend den Grossunternehmungen stimmen. Da müssen sie selber noch merken, dass sie sich ins eigene Fleisch schneiden. Und vielmals sind es eine kinderreiche Familie, die KMU-Väter, Mütter. Das kommt dann noch von uns her dazu. Herr Binswanger, ja, ich meine, eben, man kann sich aus den Überlegungen, die wir jetzt hier gemacht haben, kann man sich zum Beispiel fragen, ist eine Aktiengesellschaft in dieser Form eine sinnvolle Form, ein Unternehmen zu organisieren. Oder? Weil vielleicht in einer Zeit, die wir heute haben, wo man auf sehr hohem Niveau lebt, ist vielleicht nicht mehr ein permanentes Wachstum das wirklich dominierende Ziel. Wenn man aber eine Unternehmensform hat, die gar kein anderes Ziel kann verfolgen kann, wie eine Aktiengesellschaft, so wie sie im Moment läuft, muss man eben schauen, ob man vielleicht andere Formen findet, wie zum Beispiel Genossenschaften, ohne jetzt Genossenschaften wollen zu verherrlichen, die haben ihre eigenen Probleme, Migro, Coop und so weiter. Aber einfach zum sagen, man muss irgendetwas anderes suchen. Und jetzt wegen der KMU, da haben wir natürlich das Problem in der Schweiz, dass viele von diesen Tätigkeiten, die traditionell in der Schweiz von KMU wahrgenommen werden, im Moment von einer Verlagerung betroffen sind. Die sind alle die, die im Bereich Produktion tätig sind, starke Schweizer Franken, Problem von Export. Und man beobachtet, dass diese Stellen natürlich zunehmend auch ins Ausland verlagert werden. Und was dann bleibt in der Schweiz, das ist sozusagen der Anfang und der Schluss von der Wertschöpfungskette. Also Forschung und Entwicklung am Anfang, am Schluss die Vermarktung, Marketing und so weiter. Das sind aber tendenziell den Grossunternehmen, die das noch haben in der Schweiz. Und die kleineren verlagern sich natürlich zum Teil weg. Und da kommen auch die Löhne unter Druck natürlich in diesen Bereich. Und dann sagt man aber nicht, wir können mehr zahlen, sondern man sagt, ja gut, dann verlagern wir es einfach ins Ausland und hören auf in der Schweiz. Wir werden Lösungsansätze noch diskutieren, die letzten paar Minuten, die wir noch haben. Lösungsansätze im Sinne unserer Sendung raus aus dem Hamsterrad. Was kann ein Unternehmen, Frau Brillitsch-Huber,
machen oder wie soll ein Unternehmen ticken, dass es nachhaltig, dass es besser mit den Energieressourcen von seinen Mitarbeitern umgeht, dass es gar nicht zu der Situation kommt, stressbedingte Krankheiten, Burnout, dass man das Hamsterrad nicht so erlebt, dass es eben schlussendlich in eine Agonie führt. Also eins ist sicher einmal, eben wir sagen dem anständige Arbeitsbedingungen. Oder der grosse Begriff ist jetzt einmal decent work. Das heisst einerseits, dass man einen Lohn natürlich sicher muss existenzsichernd sein, sicher auch der Leistung, die die Leute bringen, angepasst sein. Das heisst, dass die Leute auch gefördert werden in der Weiterbildung. Das heisst, von der Firma selber, meinen Sie? Ja, selbstverständlich, dass das wie unterstützt wird, dass man auch Gesundheitsbedingungen anschaut, dass man auch einmal etwas zusammen zum Beispiel unternimmt. Es hat auch ganz viel mit Wertschätzung zu tun gegenüber den Leuten. Es hat damit zu tun, dass man nicht zum Beispiel, dass jetzt vor allem jetzt wir auch vom Service Public feststellen, man immer mehr Aufgaben immer weniger Leute zuschiebt, weil man vorher ein Sparpaket gemacht hat, die Leute damit unter Druck setzt. Also ihnen eigentlich eine angenehme Atmosphäre bietet, weil der Gewinn, den man daraus hat, ist riesig. Die Leute sind viel loyaler. Die Leute tun selbstverständlich dann einmal sogar etwas zu dienen am Unternehmen, wenn es dann in der schwierigen Zeit ist. Die Leute bleiben. Sie gehen nicht immer weg. Sie sind wesentlich weniger krank. Absentismus ist immer wieder ein grosses Thema. Also im Endeffekt spart eine Unternehmung enorm viel, durch das sie motivierte Leute hat, die auch positiv wieder dann erzählen, selbstverständlich. Wow, der Arbeitgeber. Ich habe gerade letztens dürfen in einer Pflegestation sein, in einem Pflegeunternehmen sein, wo 6 Wochen Vaterschaftsurlaub anbietet. Ja! Toll, selbstverständlich sagen so auch die Pfleger, wow, an dem Ort gar nicht arbeiten. Wie viele Vaterschaftsurlaube haben meine, bei Ihnen, Herr Kissling? Eben, 3 Tage. Das sind so Beispiele. Sie helfen all diesen Familien, die Hilfe brauchen. Ja, probieren, ja. Sie probieren es. Es sind wie viele? Im Ganzen sind es 2500, aber von denen sind natürlich ganz viele nicht Hilfs. Also die kommen nicht alle Hilfe über. Wie konkret helfen Sie, wenn Sie helfen? Im Sinn zum Beispiel, dass wir Lebensmittelgutscheine verschenken. Und das ist immer dank familienfreundlicher Gönner, ob es dann in einem KMU sind oder sonst irgendwo. Lebensmittelgutscheine verschenken, Ferien verschenken, Hotel, bewusst, dass Mütter auch Ferien haben. Das sind meistens christliche Hotels. Es gibt so einen Verein von christlichen Hotels im Tessin zum Beispiel. Wir haben Kleiderlager selber unterhalten, wo die Leute Kleider abgeben und wieder überkommen. Wir haben 2 ältere Herren, die mit tiefgekühlten Lebensmitteln die ganze Ostschweiz umeinander fahren, von einem grossen Lebensmittellager, und die gehen bringen. Wir haben, ich habe vorher die wohligen Socken angeschaut. Wir haben ältere Frauen, die wohlige Socken lismen. Für die Bauernmannen sind sehr viele Bauernväter. Jawohl. Das ist eine Freude für die, die lismen. Die wissen, für was das lismen. Und für die anderen, die es überkommen. Wir haben eben die Wirtschaftsleute, die helfen, meinen Steuerzettel auszufüllen. Wir haben solche, die finden, dass man eigentlich gescheiter gar keine Steuern würde zahlen würde. Übrigens, dass ich klammere, bis man Kind 18 hat. Wir machen den Familientag jedes Jahr, wo alle kommen und irgendwo Tierpark oder so. Wir haben ein Festessen jetzt Ende Januar für die kinderreichen Mütter und Väter. Richtig schick, in einem schönen Hotel, wo wir dann auch wieder offerieren können. Und wo auch wieder ist, zum Stärken, hey Leute, das ist etwas Gutes, was ihr macht. Geht weiter, bleibt zusammen, auch wenn es manchmal ein bisschen schwierig ist, und macht am Abend vor meinem Beko noch Frieden. Ja. Also ganz, ganz viel, wo da geleistet wird. Dieter Kissling, Sie als Arbeitsmediziner, wenn wir jetzt von den äußeren Zwängen oder den äußeren Rahmenbedingungen von der Wirtschaft und dem Wirtschaftssystem weggehen und den Einzelnen anschauen, der in einem Job ist, der sich nicht leisten kann, zu reduzieren von 100 auf 80, aus irgendwelchen Gründen, wo der Job auch nicht wechseln kann und sich aber trotzdem mit dem Hamsterrad reinfühlt, vielleicht sogar einen Befund hat, wo Sie sagen, schon ein bisschen kritisch. Was kann so jemand konkret machen, um aus dem Hamsterrad teilweise vielleicht auszusteigen? Ja, also wir müssen eigentlich 3 Seiten anschauen. Einerseits kann er sich stressresistenter machen und besser mit dem Stresslernen umgehen. Und dort gehört ganz klar das Thema Bewegung zu. Und dort wieder Bewegung nicht in Form von «der Kopf ist schneller als das Herz», sondern genau seiner eigenen Leistung entsprechen. Das heisst gesunde Bewegung. Punkt 1. Er muss lernen, sich entspannen. Und ich glaube, da haben wir mit
mit dem Herrn Trummer und dem Herrn Schwitter sicher Leute, die das sehr perfekt können machen sogar. Kommen ja Leute zu Ihnen, Sie besuchen, oder? Schauen, wie Sie also, leben. Also da in den 8 Sommern, wo ich im Bachbeck war, für das ein bisschen, dass ich über 20'000 Leute mehr besuchen kann. Mhm. Genau, also Entspannungsmethoden genau. Habe ich sehr wirksam. Dann geht es auch ums Gedankliche. Wir haben extrem hohe Ansprüche an uns selber. Mhm. Dort auch mal runterfahren. Es muss nicht immer 120% überhaupt grundsätzlich in seiner Einstellung. Man muss nicht immer 120% Perfektion leben. Es geht auch mal mit weniger. Man soll mal oben runterkommen. Man soll aufhören mit den stressverschärfenden Gedanken. Das wird schlimm, das wird schlecht. Das wird schwieriges Gespräch. Sondern einfach mal leben und mal das auf sich zukommen zu lassen. Ganz wichtig, weil die Stressverschärfung uns extrem viel Stress macht. Sie sich negativ konnotiert quasi. Durend negativ konnotiert ist. Oder? Was Sie am Anfang nicht erwähnt haben, das ist halt Glas halb voll oder halb leer. Und dann nachher sicher einmal auch noch einen leeren Nein sagen. Auch mal zum Vorgesetzten gehen und sagen, hey, look, das geht jetzt einfach nicht mehr. Es ist vertragen Sie es, wenn ein Untergebener kommt und Nein sagt? Also erstens mal habe ich keine Untergebenen, sondern Mitarbeiter. Entschuldigung. Sorry. Schon gut. Und natürlich, ich meine, dann muss ich mit dem Mann hocken und schauen, wie können wir das Problem lösen. Das Problem muss gelöst werden, aber ich muss es mit ihm zusammen machen. Und nochmal, ich will, dass ich Marathonläufer habe, die auch in 10 Jahren noch wohlbefindlich gesund bei mir arbeiten, im Sinne von der Kathrin, was sie gesagt hat. Oder? Das ist für mein Unternehmen nachhaltig und wirksam. Und dann muss er auch ein Recht haben, zu kommen und sagen, das geht nicht. Dann kann ich immer noch mit ihm zusammen anschauen, hast du nicht die entsprechende Leistungsfähigkeit, bist nicht fähig für den Job, bist im falschen Job und jetzt was machen wir zusammen? Aber es soll ein Nein kommen. Es ist mir lieber, es kommt ein Nein, als es kommt ein Burnout. Die Frage an die beiden Wirtschaftsfachleute, die wir bei uns in der Sendung haben, etwas, was man wie nicht begreift, ist, all die Ursachen von diesem Hamsterrad generieren einen Haufen Kosten. Es sind Milliarden, die das sind. Und das ist ja eigentlich eine Belastung für die Wirtschaft, eine Belastung für unser System. Wieso ist der Gedanke von dieser Nachhaltigkeit, ich sage jetzt mal, die Ressourcen der Mitarbeiter, also mit dieser Nachhaltigkeit umgeht, noch nicht bei den Manageretagen angekommen? Ja, es ist und dass wir nachhaltiger... Kosten sind immer auch Einnahmen für irgendjemanden. Oder? In einer Wirtschaft gibt es nicht einfach nur Kosten, sondern es gibt immer auch jemanden, der damit verdient. Oder? Und das ist aber der kurzfristige Gedanke, oder? Ja, nicht so kurzfristig in der Schweiz. Weil wenn wir anschauen, wie sich unsere ganze Beschäftigung verlagert, oder? Dann sieht man, die geht immer mehr weg von der Produktion. Und wo schaffen wir die Arbeitsplätze? Ja, einerseits im Gesundheitswesen, im Bildungswesen, in so Bereichen, die eigentlich zu tun haben mit der erhöhten Komplexität unseres Systems, auch dass wir alle immer älter werden. Und wir leben natürlich zu einem grossen Teil genau von solchen Tätigkeiten heute in der Schweiz. Also es ist immer ein bisschen heikel, wenn man damit Kosten argumentiert, weil auf der anderen Seite ist das wieder eine Wachstumschance, der ganze Gesundheitssektor. Mhm. Und wenn man jetzt aber sagt, wie kommen wir da raus oder was kann der Einzelne überhaupt machen, oder? Ich glaube, da muss man sich verstärkt einmal überlegen als Einzelne überhaupt, was mache ich eigentlich Tag für Tag? Und was von dem, was ich mache, ist tatsächlich etwas, wo mir Freude macht, wo einen Sinn gibt. Und was gibt eigentlich keinen Sinn? Und da sagt man sich, Herr Schmitter, versuche Sie einen Satz zu sagen. Ja. Sie kann dem orientieren, was einem wert ist. Ja. Und ja. Hat Sie es, Herr Schmitter, nie gereizt, als langjährige Erfahrung in der Finanz- und Wirtschaftswelt, die Erkenntnis, die Sie gewonnen haben, die Sie jetzt im Verlauf dieser Sendung darüber erzählt haben, ein reiches Leben führen mit wenig Materiellem, dass Sie das in die Wirtschaft versuchen, ihnen zu transportieren, ja. Anstatt dass Sie sich zurückziehen. Sie gehen jetzt dann in ein paar Wochen... Also, ich habe mich nie zurückgezogen. Ich bin auch mal, aus der Wirtschaftswelt aus der Wirtschaftswelt habe ich mich zurückgezogen, aber ich bin eigentlich jetzt in diesen 6 Jahren auch regelmäßig von sehr renommierten Firmen, so für Manager-Tagungen, so für ein Input-Referat, also Lebensabschnitt, Lebensbrüche, ganz bewusst nicht aussteigen, sondern umsteigen, nachgefragt worden. Das ist ein Teil der Wirtschaft. Das habe ich vorher gesagt, wir sind Teil von unserem Wirtschaftssystem. Also wenn Sie in Einsiedeln schauen, ist der grösste Arbeitgeber das Kloster. Nicht? Ja? Also wir sind nicht irgendwie abgehoben in einer anderen Welt, sondern wir sind ein Bestandteil. Aber ich glaube, es ist einfach sehr wichtig, wir haben, also zumindest für mich kann ich das sagen, ich konnte in den letzten 6 Jahren eine Tätigkeit nachgehen, wo ich auch dahinter stehen kann. Hundertprozentig dahinter stehen. Und das ist für mich das Entscheidende.
Also einfach gleich noch eine Bemerkung. Oder? Wir haben vorher auch noch von den Kosten geredet. Und wenn ich dann die Kosten anschaue, jetzt auch wieder von der Untersuchung, die wir seitens Gewerkschaften gemacht haben, dann hat sich die Lohnentwicklung halt blöderweise in den letzten 20 Jahren, wir haben immer mehr Geld gehabt, eben aufgrund des Wirtschaftswachstums. Aber die Lohnentwicklung ist einfach so, dass das oberste Prozent plus 40% mehr hat, die obersten 10% plus 20% mehr und unten und in die Mitte 0 bzw. sogar weniger, wenn man es mit den Lebenshaltungskosten vergleicht. Und dann kann man nicht immer kommen und sagen, es liege am Geld. Mhm. Man hat nicht fair verteilt. Christoph Trummer, was machen Sie, wenn Sie mal so alt sind, dass Sie nicht mehr arbeiten können? Also wenn ich, mein Holz, ja. Wenn ich das Holz nicht mehr selber hacken kann. Mhm. Und so sieht an das denke ich gar nicht. Sie sind so frei innerlich, dass Sie nicht mal an das denken, wie ja, Sie im Hier und Jetzt. Was weiß ich, ob ich heute auf Frutigen komme? Keine Ahnung. Mhm. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch. Nein, bleib im Jetzt. Das Jetzt ist dasjenige, oder nicht die Vergangenheit oder die Zukunft. Da bin ich schon fort. Da bin ich aber schon im Hamsterrad. Erst im Jetzt kann ich mich vom Hamsterrad befreien. Was auch immer, was ich mache. Oder? Sind Sie kein Egoist? Was ist das Jetzt? Sind Sie kein Egoist? Ja. Schon, hä? Ja, wer nicht? Ja, aber irgendwie... Egoist, was heisst Egoist? Ja klar, ich bin selber für mich verantwortlich. Ja, aber wenn ich jetzt... Im Gegensatz Zeitpunkt vom Tod habe ich mich zu verantworten. Richtig. Richtig. Ja, aber... Und da spielt es nicht keine Rolle, wie viel Bruttosozialprodukte ich da geholfen habe. Nein, wenn ich jetzt einen Familienvater nehme, der das anlässt und der denkt, ja super, nee, das ist Cannabispflänzchen, der war das ist ja das ist trotzdem, aber das ist ja eine freie Entscheidung. Wenn er jetzt kommt und seinem Job als Familienvater gerecht wird, dann ist das in der Ordnung. Ja, schon. Ja. Aber ist das nicht ein Wert, wir haben es vorher gehabt, mit dem Wert für alle, für die Gesellschaft auch? Für die Reichen da, für die 2%? Nein, aber ist das nicht, mal, das ist zum Beispiel, also angenommen, sie müssen gepflegt werden, dann sind es doch nachher irgendwelche Kinder von unserer Familie, die so kommen, schauen, dass der Herr Trummer das gut durchgekommen hat. Das ist eine Annahme. Oh, vielleicht schon. Ich muss leider Christoph Trummer aufkaufen. Unsere Zeit ist leider ab. Es geht noch eine riesige Tür auf am Schluss von dieser Sendung. Das ist... Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich, das eine oder andere vielleicht als Anregung mitnehmen. Es geht jetzt so weiter, Tagesschau Nacht. Und dann Tagesschau Nacht und dann Barbara Bührer mit dem schönen Thema vom Reiz, vom verbotenen Geschichte, die so alt ist wie Adam und Eva. Ich danke Ihnen herzlich fürs Zuschauen und gerne bis zum nächsten Club Adi miteinander.